Yo Leute, was geht? Euer iOS Game wieder am Start mit einem Live-Commentary. Und ja, zu Part 4 bei Geometry Dash. Und ja, man sieht, ich habe schon privat ein bisschen angezockt. Und Polargeist machen wir Tryout halt weiter. Schauen, ob ich es wieder schaffe. Auf jeden Fall, die Musik ist so extrem leise, Leute. Ich weiß nicht mehr, was da jetzt los ist mit der Rekord-Screen. Muss ich weinen? Auf jeden Fall muss ich schauen, was da ist. Alter, das geht mir so auf die Eier, wenn das nicht geht. Da sieht man, wie oft ich gejumpt bin. 3559 Mal. Genau. Ich hab alles 100%, weil ich einfach Pro bin, ja. Ach so, das ist Level-Status, wenn ich jetzt da hergehe. 2200. Was ist, wenn ich 1 mit 0? Also, das werde ich nicht haben, gell? Da. Okay, das ist noch ein Level gerichtet. Alter, manchmal aber wirklich viel Versuche braucht. Gib ja zu. Und ja. Auf jeden Fall legen wir los, try out. Die Musik ist so leise. Oh, das war jetzt ein Lag. Auf jeden Fall, es ist fast jede Musik besser als wie die von Level 3. Alter, das laggt extrem bei mir gerade. Scheiße, ich meine, was soll die Scheiße, Alter? Alter, was ist mich verarschen? Ich hör auf, so zum Laggen, Alter. Jetzt müssen wir die Musik normalerweise hören. Ah ja, deswegen ein Abo-Special. Ich hab da mal im Ballringo gefragt und das hat fast keiner gesagt, dass ich mitmachen würde, deswegen werde ich das. Oh, ich hab gedacht, ich stirb. Und dann haben wir gedacht, ich mache das Abo-Special. Erst bei mehr Abonnenten, bei 500 wahrscheinlich. Weil da werden dann auch mehr mitmachen. Schätze halt einmal. Und deswegen, ja, wird das nichts, Leute. Sorry, die was mitmachen wollten. Aber es waren dann halt auch welche, die was nur Android waren. Und das ist halt ein bisschen scheiße. Nein, Alter, willst du mich verarschen, Alter? Ich war beim Dreiviertel und das war sogar mehr, du. Alter, das wäre so episch gewesen, wenn ich das beim ersten Versuch geschafft hätte. Aber der Scheiß laggt ja die ganze Zeit, Alter, du Drecks-iPhone, hä? Boah, es nervt mich einfach nur, Alter. Ich bin mal das iPhone und lecke ein bisschen. Scheiß Record my screen, Alter. Aber mit Display-Recorder. Hört mir die Musik gar nicht, das ist voll schwul. Die Ingame-Musik halt. Und das ist halt so, bei Record My Screen, da kommt der Sound bei ein Dings aus über die Lautsprecher, wo du den hörst, wenn du mit dem telefonierst. Und deswegen ist das nicht so laut und ja, deswegen ist die Musik auch nicht so laut. Und die Musik muss einmal zu meinem Mikrofon kommen, was beim Handy dort unten ist, wo die Kopfhörer sind. Ein iPhone 5 halt und ja, deswegen ist das auch nicht so laut jetzt da und es war generell einmal lauter, die Musik, aber ich muss schauen. Alter, wie viel Laber, Alter. Ich muss euch ja voll im Arsch gehen. Okay, jetzt, ich halte jetzt kurz mal fressen, dass wir das Level da geschafft haben. So, geschafft. Ah, beim zweiten Versuch gleich, das taugt mir, hey. Jetzt mal Dryout auch schon. Wow, ich werd lauter, du scheiß Musi, Alter. So was nervt mich so, Alter. Weil bei so einem Spiel, muss ich wirklich sagen, bei so einem Spiel zählt einfach nur die Musik, weil ohne der Musik hat das Spiel irgendwie keinen Reiz, bis auf wenn es so schwer ist und du wirst immer mehr schaffen, mehr Prozente und du wirst es irgendwann einmal ganz geschafft haben. Und bei der Musik ist es dann halt so, du wirst es dann immer fertig hören. Die Musik wirst ganz fertig hören und wenn du es dann nicht schaffst oder wenn das Level so schwer ist und es dann so einen Reiz hat, ja, das macht dann das Spiel aus. Deswegen kann man auch von so einem Spiel süchtig werden. Was ich auf jeden Fall sicher bin. Na, Scherze. Ich spiele das Spiel vielleicht ab und zu. In der Schule mal und im Bus und wenn ich aufnehme und 3 Stunden lang daheim, na Spaß, 5 Stunden bitte.
Und das Level ist auch nicht so schwer. Es geht auch rucki zucki. Ich habe eigentlich schon mal gedacht, ich könnte irgendwie so meinen alten Gameboy-Emulator aufladen und irgendwelche alte Spiele mal let's playen oder so. Keine Ahnung. Das Super Smash Bros. Da, das war mal war geiles Alter. Das war. Oh, ich laber zu viel, deswegen stirbe ich jedes Mal. Aber ich muss dann schauen. Ich werde wieder weitermachen mit den App-Reviews. Also, dass ihr dann auch seht, okay, wenn da ein Spiel gut ist oder zum Beispiel jetzt da auf den Top 10 Listen von App Store und es kostet zum Beispiel jetzt 89 Cent und ihr wisst nicht, ob ihr es kaufen sollt und mir sagt es ein bisschen zu, dann mache ich ein App Review drüber und in dem Video könnt ihr dann sagen, ob ihr es kaufen wollt, das Spiel oder nicht. Und ja, deswegen mache ich das dann eigentlich auch, dass ihr sehen könnt, soll man das Spiel kaufen oder nicht. Und weil ich da mal einen Abonnenten gehabt habe, war ein übelster Hater. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt immer noch hatet mit Dislikes oder so, aber auf jeden Fall. Der hat mir die ganze Zeit angeschrieben, dass ich geldgeil bin. Ich meine, ja, kann man eigentlich schon sagen, gell, wenn man für seine Abonnenten Spiele kauft, die reviewt, so um 5 Euro des Leos Future oder wie das heißt, um 5 Euro, ja, das heißt eigentlich ziemlich geldgeil, muss ich sagen, ja, trifft drauf zu, muss ich sagen. Also solche Antworten oder Behauptungen finde ich echt arg von Leid, weil, ja, ich meine, mir geht es eigentlich am Sack vorbei, ich habe mich einfach blockiert und damit hat sie die Sache eigentlich. Aber ich finde es echt schade, dass in der Community das echt so vorkommt und dass man nicht zusammenhalten kann oder so. Aber naja, das ist halt die heutige Zeit, kann man nichts machen. Und ja, deswegen Leute, ich bin nicht geldgeil. Ich kaufe Spiele, ich lade es mir auf, ich schaue, ob es Potenzial für meinen Kanal hat. Oh, ich hab's jetzt gesehen, wie knapp das war. Alter, ich glaube, ich krieg einen Auszug, Alter. Der, oh Gott. Ah. In der See, Alter, ich könnte mir selber nicht klatschen, Alter. Ich könnte mir echt selber so jetzt so ein Ohrfeigen verpassen, Alter. Wie schlecht bist du eigentlich, Alter? Vorn zu, Alter, das war, weiß ich nicht, das waren 98% vielleicht. Und dann stirb ich, Alter, ich trau durch, ey. Alter, ey. Ich muss wieder runterkommen und Gott sei Dank mache ich kein C4 Live Commentary. Ich hätte da so Rage quitten, Alter, das ist unglaublich. Ich tue ja schon bei denen, reg ich mich schon so extrem auf, Alter. Und ja, also ich finde es echt arm, dass man einen aus Geld geil beschimpft. Ist, ja, ich meine, von mir aus. Kann mich gerne als geldgeil bezeichnen, aber ja, ist nicht mein Ding. Mir geht es jetzt auch schon am Sack vorbei. Ich habe blockiert und alles. Also könnt ihr mir bei Ringo echt gerne anschreiben oder so irgendwas fragen, aber wenn da jetzt irgendwelche Dings vor. Oh scheiße. Wenn da jetzt irgendwelche Antworten kommen oder generell. Wenn man jetzt einer anschreibt, ich bin abogeil oder so, ja, dann werde ich ihn blockieren und ich werde dann mit gar keinem mehr schreiben von meinen Abonnenten, weil, ja, ich gehe mich da jetzt halt extra ärgern wegen solcher kleinen Kinder, was, ja, sozusagen eigentlich nichts Besseres zu tun haben den ganzen Tag, außer irgendwelche Leute anzuschreiben oder YouTuber und die als geldgeil zu bezeichnen. Aber naja, ja, schauen, ob ich es jetzt schaffe. Ich hätte sogar nicht die Muse, wenn ich die ganze Zeit laber, Alter. Am Schluss werde ich dann nicht kurz still sein über die drei Zacken, dann muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Okay, konzentriere mich jetzt schon, muss ich sagen.
Ich will den Scheiß endlich geschafft haben. Yes! Habt ihr gesehen, wie knapp das war vorher? Das waren noch zwei Zacken und dann ist der Scheiß gekommen und da bin ich gestorben, Alter. Nice. 9 Versuche. Puh, war geil. Auf jeden Fall, das war's jetzt wieder von mir, Leute. Als nächstes werden wir ein Can't Let Go ansagen. Das habe ich noch nicht geschafft. Also, da kann ich nicht versprechen, dass ich es schaffen werde. Aber ich habe jetzt 2 Level hintereinander geschafft. Und ja, ich glaube, das war gar nicht so ein schlechter Start. Can't Let Go, die Musi ist zwar scheiße. Und das Level weiß ich nicht. Also, es war nicht ganz fertig gespielt. Auf jeden Fall, auf was ihr euch freuen könnt, ist das Level Jumper. Es ist eine geile Musi und es ist schwer. Schwer. Und ja. Auf das könnt ihr euch schon freuen. Ich habe auch im letzten Video gesagt, wegen der Gameplay-Einsendung. Da könnt ihr mir gerne irgendwas einschicken einmal. Und ja, dann werde ich das Gameplay wahrscheinlich danach verwenden, wenn es halt HD und das alles ist. Aber ja, die ganzen Regeln stehen nicht drin. Und das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich muss schauen, wie ich jetzt meine Dings jetzt machen mit meinen Videos, weil ich habe da mal wieder mal keine Zeit. Und ja, da muss ich schauen. Auf jeden Fall, es wird jetzt nicht jeden zweiten Tag ein Video, das wird sich nicht ausgehen. Das nächste Video wird wieder ein MC4-Video sein. Dann werde ich ein Review-Video wahrscheinlich aussehen und dann Geometrie und dann wieder MC4. Aber ich werde mir, glaube ich, da noch, wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich mir, glaube ich, da ein bisschen ausdenken, wie mein Wochenplan oder Uploadplan sein könnte. Weil ich meine, ich kann nicht jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Videos in der Woche bringe, was eigentlich ziemlich viel ist, kann ich nicht 4 Videos nur MC machen, weil only MC kommst du nicht weiter und deswegen, naja. Auf jeden Fall, das war's jetzt von mir. Wenn Gameline-Sendung steht, alles in der Videobeschreibung und auch wenn auf über uns geht, geht's, dann steht es auch auf jeden. Oh, scheiße. Auf jeden Fall, ich bin jetzt raus, Leute, und ciao.